Maro Sturm ist heute hier in Dresden im Rahmen der U20 Summer Hockey Challenge, die hier in Dresden in der Energieverbund Arena stattfindet. Maro Sturm ja der Bundestrainer der A-Nationalmannschaft, aber hier in Dresden auch in besonderer Funktion als Co-Trainer der U20 unterwegs. Herr Sturm, Sie waren die letzten Tage mit der A-Nationalmannschaft in Füssen zum Lehrgang, jetzt direkt nach Dresden gekommen. Wie kam es zu dieser Entscheidung, die U20 als Co-Trainer mit zu begleiten? Wir haben letztes Jahr schon angefangen, dass ich als Co-Trainer ein bisschen bei der U20 mitarbeite. Mir macht es Riesenspaß, mit jungen Spielern zu arbeiten. Und ich versuche natürlich meine Erfahrungen, die ich als Spieler hatte, oder eben jetzt als Trainer, eben an die jungen Spieler weiterzugeben. Jetzt konnten Sie gestern Nachmittag, weil trainingsfrei war, Dresden auch schon ein bisschen entdecken. Wie haben Sie denn die Stadt erlebt in den ersten Stunden und wie sehen Sie natürlich die Anlage hier? Sportpark Ostra und die Energieverbund Arena. Ich habe schon viel von Dresden gehört und hat sich auch jetzt alles bestätigt. Es ist eine wunderschöne Stadt. Wir waren zu Fuß gestern viel unterwegs. Eine wunderschöne Stadt und auch abends. Kurzes Abendessen sind wir wieder in die Neustadt, glaube ich, in die andere Richtung. Und war alles wirklich wunderschön und finde ich eine tolle Stadt. Von der Anlage her ist es ja wirklich optimal. Man sieht es ja hier, es ist alles hier, was man als Eishockeyspieler braucht. Auch mit der Trainingshalle, die große Halle, gute Kabinen. Also von daher bin ich ja von Standort Dresden sehr überrascht. Jetzt haben Sie mit der A-Nationalmannschaft in Russland bei der Weltmeisterschaft schon einen schönen Erfolg feiern können. Diese Saison, die jetzt vor der Mannschaft steht, wird aber besonders schwierig, eine große Herausforderung. Olympia-Quali-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Wie geht man nach so einem Achtungserfolg in Russland diese schwere Saison an? Das ist für uns eine große Herausforderung. Heuer dieses Jahr für uns ganz Deutschland. Aber wir wollen immer etappenweise wollen wir immer besser werden und wir wollen einfach den Schwung, den wollen wir jetzt uns so erarbeitet haben in Russland, eben weitergehen und noch besser werden. Es werden 3 heiße Spiele in Riga und dann hoffentlich, dass wir am Schluss als Sieger dann aus der Gruppe rauskommen. Das hoffen wir natürlich auch. Wir drücken die Daumen. Heute zunächst natürlich für die U20-Nationalmannschaft 19.30 Uhr in der Energieverbund-Arena gegen die Schweiz. Maro Sturm ist dabei auch als Co-Trainer zu erleben auf der Bank. Und wir freuen uns natürlich, dass er übrigens seine Premiere hier in Dresden erlebt hat, denn er war noch nie zuvor in Dresden. Eine Seltenheit. Aber wir freuen uns, dass Sie jetzt zumindest von Dresden überzeugt sind und wir hoffen, wir können Sie bald wieder hier begrüßen. Ich hoffe auch, ja. Danke. Danke. Ja, Christian Kühners ist heute bei uns der U20-Nationaltrainer der deutschen Eishockeymannschaft und wir freuen uns sehr, dass die U20 aktuell hier in Dresden gastiert, um ein Sommerturnier zu spielen gegen die Schweiz, gegen die Tschechische Republik und gegen die Slowakei. Heute Abend erstes Spiel um 19.30 Uhr, der Gegner ist die Schweiz. Und Herr Kühners, da hat die Mannschaft von Ihnen ein bisschen was wieder gut zu machen. Zuletzt gab es 2 relativ deutliche Niederlagen. Wie stellt man die Jungs denn jetzt auf diese Spiele ein? Ja, wir wollen mit Sicherheit ein besseres Ergebnis haben wie letzte Woche in der Schweiz. Aber die Jungs wissen, dass sie besser spielen können, aber es wird trotzdem schwer. Die Schweizer sind uns in vielen Belangen überlegen, besser ausgebildet und daran müssen wir arbeiten, weiter unten schon. Wir müssen da besser werden, aber nichtsdestotrotz wollen wir heute ein besseres Ergebnis haben wie in der Schweiz. Und die Jungs sind motiviert, die wollen ein besseres Ergebnis. Wir müssen nur Fehler abstellen und dann wird auch das Ergebnis besser. Sie sind jetzt schon ein paar Tage in Dresden gewesen, konnten sich schon die Stadt ein bisschen anschauen. Wie nehmen Sie denn den Standort hier wahr mit den Möglichkeiten, mit der Infrastruktur, die es hier gibt? Also erstens mal ist es eine schöne Stadt, also wunderbar und auch jetzt mit dem Wetter natürlich noch viel besser. Und ja, der Standort ist top, muss ich sagen. Alle Möglichkeiten, 2 Eisflächen, alles außenrum auch, Kraft, Fußballplätze, es ist alles da und es ist eigentlich ein Top-Standort in Deutschland. Jetzt haben Sie in Ihrem Team auch Spieler aus Köln, von den Kölner Haien, die im Zweifel mit einer Förderlizenz ausgestattet werden für die Dresdner Eislöwen. Es geht da konkret um Erik Valentin und Lukas Dumont. Könntest du zu den beiden Jungs vielleicht was sagen? Wie haben Sie die beiden Spieler in den ersten Einheiten hier in Dresden wahrgenommen? Erstens hoffe ich ja, dass es nicht im Zweifel eine Förderlizenz ist, sondern dass die 100%ig in Dresden spielen und dann auch eingesetzt werden, weil das 2 sehr gute Spieler sind, die wo überall in der DL2 spielen können. Man muss ihnen nur vertrauen und viel mit ihnen arbeiten, weil es sind junge Leute, die müssen arbeiten. Aber wenn man mit ihnen arbeitet, wären die sehr, sehr wertvoll für Dresden. Und ich kenne sie als korrekte Jungs, die wo immer hart arbeiten wollen, die wo besser werden wollen und die, glaube ich, wenn man mit ihnen richtig arbeitet, auch ihren Weg machen werden.
Jetzt können Sie hier in Dresden als Co-Trainer auf den Bundestrainer der A-Nationalmannschaft setzen, auf Marco Sturm. Wie schön ist das für Sie und wie schön ist das vielleicht auch für die Jungs, so einen Spieler von dem Format ehemals mit im Team im Mannschaftsgefüge zu haben? Ja, für mich persönlich ist es natürlich auch sehr wertvoll. Ich bin ja auch bei der Nationalmannschaft dabei, bei der WM und kann da mitarbeiten. Das hilft mir sehr viel und wenn er jetzt da ist, hilft uns allen enorm und für die Jungs ist es natürlich, glaube ich, klasse, weil wenn man so einen Mann hinter sich hat und der so viel Erfahrung hat und der wirklich gute Tipps gibt, die schauen auf zu ihm und das ist für die meisten ist es ein Vorbild und dann ist es natürlich eine super Sache. Herr Kühners, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg natürlich heute Abend gegen die Schweiz. Danke. Okay.